Scheiße! Digga, das ist ja voll kaputt! Ey Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen bei einem neuen Video hier auf dem Kanal. Ja, Freunde, euch wird's richtig krass. Wir werden Leontine heute richtig auseinandernehmen und richtig pranken. Es wird richtig geil. Lasst jetzt gerne schon mal einen fetten Daumen nach oben da. Kostenloses Abo. Leute, gönnt euch gerne den Burger Pommes Merch. 20.04. 12 Uhr auf lukasbs.de. Ist es soweit, Leute? Der scheint den Burger Pommes Merch. Seid auf dem bestellt. Ihr seht gerade alle Beilagen dazu eingeblendet. Richtig nice. Auch mit Rucksack und Autogrammkarte und so. Und ja, Leute, ich würde sagen, wir quatschen jetzt nicht lange, sondern wir fangen jetzt an mit dem ersten Prank, Leute. Es ist heute richtig bodenlos. Schreibt gerne Videovorschläge unten in die Kommentare, was ihr jetzt nicht sehen wollt. Hey Leute, ist mir jetzt Leontine hier gefolgt in den Markt rein. Ich glaube, der will sich schon wieder so einen Luftballon kaufen. Ich sag euch ehrlich, ich werde ihn einfach wieder durchschneiden, wenn er sich einen holt. Da hat er gerade sich Zuschauer getroffen. Oh mein Gott, die drehen ja richtig durch, wenn die ihn sehen. Ich werde einfach gleich den Ballon fliegen lassen. Leute, ich beobachte ihn heimlich. Ich werde gleich den Ballon, wenn es sich ankauft. Mal gucken, denn lass ihn auf jeden Fall fliegen. Ey Leute, ich glaube, Leontine holt sich wirklich den Luftballon. Ich meine, schaut mal, der hat den da in der Hand. Boah, ey, wenn ich gleich sehen werde. Guck mal, wie riesig, der ist fast so groß wie er. Dann gehe ich aber mal hinterher und sage, er soll mir den mal ganz kurz ziemlich wieder auch mal angucken. Und dann werde ich ihn einfach fliegen lassen, Leute. Der wird richtig auslassen, glaube ich. Ey Leontine, was geht? Moin! Ey, was hast du denn da? Zeig mal kurz. Nein, ich mache nichts versprochen. Ich will auch nichts. Ja, okay, komm mal her. Was ist denn? Wo? Nein, guck mal, der ist da fest, ich will das zeigen. Pass auf, der geht da ab. Geh mal kurz her. Geh mal kurz her, Leontine. Nein. Ja, komm mit. Komm her, ich zeig's dir vorne. Komm her, geh mal kurz her. Nein. Das ist dann nicht richtig fest. Nein. Doch, der fliegt uns weg. Ja, okay. So. Nein, mach ich nicht. Warte mal. Ich werd nie wieder mit dir aufnehmen. Nein, warte mal. Warte mal, jetzt ganz ab. Huch. Das war nur die Klammer. Ey, Leontine, ich nein, hab... Nein! Ups! Ja, okay. Ups, hier nimm. Oh, Leontine, chill, dein Ballon! Dieser Ballon! Digga, steht nie wieder mit dir auf! Oh, ich glaube, er fliegt so. Ey, Leute! Ey, Leontine, der Ballon fliegt, den kriegen wir noch! Oh mein Gott! Oh, Gott, oh, Junge, wo sind der jetzt hin? Oh, er ist weg! Da hinten fliegt er! Oh mein Gott! Geh in den Baum rein! Oh, ich glaube, da ist ein Baum drin! Er geht hoch, Leute! Da hinten ist er! Da hinten fliegt er! Ist hey, Muffin! Ja, du hast mich so oft geprankt heute. Ey, du wirst schon sehen, ich werde dir Rache zahlen. Ja, okay. Das ist mein komplettes Game, oder? Was? Waffe, ich bin dran. Boah. Das werde ich essen. Leute, Digga, was war das denn? Boah. Das ist meine komplette Kanone. Digga, du hast mich voll geprankt, der war ja richtig laut. Boah, geht's dir nicht gut, oder was? So, mir geht's gut, und dir? Boah. Alter, schießt er hier richtig rum, ich hab mich schon erschreckt. Oh, Digga, jetzt wollte ich in Ruhe spielen machen und spielen und Digga, du prankst mich hier so. Was soll denn das? Ja. Ey, ich bin richtig auf, ich lebe dich jetzt zurück. So Leute, dort hinten ist Marvin und will sich gerade einen Drachen suchen. Und deswegen würde ich mal sagen, werde ich jetzt erstmal gleich ihn fragen, ob ich den dann auch mal haben kann. Und dann werde ich ihn einfach fliegen lassen. Ey Marvin! Ja. Und was hast du denn da? Oh, ein Drache. Boah, wie schön. Ja, lass mal das meiner. Ich will heute noch Drachen fliegen. Marvin, was? Ich bin auch ein bisschen sauer, dass du meinen Ballonfreund geladen hast. Ja, es tut mir auch nochmal leid, ne? Ich wollte dir nochmal kurz einen Kopf geben. Ja, okay, ciao, Leontine. So, Leute, ich bin jetzt hier eben angekommen. Ich gucke jetzt mal, dass ich meinen Drachen hier irgendwo fliegen lasse. Ich kann vielleicht da vorne irgendwo. Ich hab den hier extra jetzt hier. Boah, ich bin richtig gespannt, wie hoch der fliegen wird. Ey, ich freue mich schon richtig, ey. Ich mag ihn richtig gerne, sag ich euch. Boah, der ist so geil, der Drache. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr den findet. So Leute, ich lasse jetzt mal meinen Drachen fliegen hier. Oh, Alter, der ist doch... Guck, wie hoch der geht, Leute. Schaut mal. Marvin, gib auch mal. Nee, lieber nicht, Leontine. Lass ihn auch fliegen. Nein, ich sag, mach ich nicht. Ey, Leontine, lass ihn aber nicht loslassen, ne? Ja, ja. Marvin. Was? Du findest deinen Drachen nicht, oder? Ja, was denn? Nein, ey, nein, nein. Ey, Mann, Leontine. Ja. Mein Drache ist weg. Ey, nein! Warum hast du es liegen lassen? Einfach so! Digga, jetzt ist der weg, ey! Toll! Ich ja, ey! Lass mich in Ruhe! Ich bin nicht sauer! Mein Drache ist jetzt weg! Ich hab ihn total gerne gemacht! Ich bin jetzt 2 Minuten geflogen! Mann, Leute! Jetzt ist der weg! So, Leute! Hier kaufe ich dann erstmal hier was bei Fress ab. Ich glaube, so Mehlwürmer oder sowas. Dann lade ich ihn gleich noch ein zum Essen. Und dann werde ich das in sein Essen tun. Ey, der wird so ausrasten. Würde ich mal sagen, ich mach ihm jetzt erstmal hier ein bisschen Fischbutter drauf
Bar, das habe ich auch noch nie gemacht. So, ich würde mal sagen, wir sehen uns gleich wieder. So Leute, wir sind jetzt bei McDonald's. Wir holen jetzt Fett und zuerst mal Burger Pommes, ne? So, ey, nehmen Sie zwischen uns beides wieder alles gut, ne? Ja, jetzt komm, lass mal reingehen. Let's go, Leute. So Leute, wir holen jetzt hier unsere Standardbestellung, immer Burger Pommes, ne? Ja. Stellen wir jetzt hier. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr immer so bei Mac ist Fats. Ey Leontin, ich bestell immer das Essen und zahl das auch. Okay. Ich geh schon mal hoch, ne? Mhm. Marvin ist gerade oben. Marvin hat wohl gedacht, ich hab das vergessen. So Leute, ich mach jetzt erstmal das Fischbrot. So Leute, das reicht jetzt erstmal so. So, erstmal auch schön verdecken. Also Leute, ich würde mal sagen, wir sehen uns gleich. Ich mach jetzt erstmal meinen Burger. Hey Leute, ich finde mich schon die ganze Zeit, warum Leontin nicht kommt? Ich warte da oben über 3 Stunden gefühlt alleine. Wo ist denn der? Ey Digga, der isst einfach schon McDonald's. Ich glaub's nicht, ne? Ja, was machst du denn hier? Ich hab gerade meinen Burger vorbereitet. Ja, ich warte oben die ganze Zeit auf dich alleine. Ja, Entschuldigung. Lass mal schön setzen hier, ne? Ja. Hast du meinen Burger schon fertig gemacht? Mhm. Boah, richtig geil, danke. Fertig, jetzt essen wir hier schön meinen Burger. Okay, Marvin. Ja, willst du dein Fett mal weg, ne? Alles gut? Digga, was ist denn das? Nein, das ist kein Burger Pommes mehr. Boah, was ist das denn, Alter? Boah, ist das eklig. Boah, was hab ich denn gegessen? Digga, was ist das denn, Alter? Du hast Fischwasser gegessen. Ey, sag mal, geht's dir gut oder so? Du denkst auch, dass wir uns jetzt vertragen haben. Boah, ist das... Nachdem du alles gemacht hast. Digga, das ist ja richtig eklig, Mann. Geht's dir gut oder was? Was bringst du mich so? Jetzt kriegst du alles zurück, Leontin. Warte, hab ich nämlich richtig auseinander. Digga, das ist maximal eklig. Digga, das gibt es bestimmt irgendwie. Ey, ich esse gar nichts mehr. Wir sehen uns später wieder. Ich bin so wütend, Leute. Guck mal, wie der mich hops genommen hat. Das kriegst du alles zurück. Ey, Leute, Leontin ist da im Auto. Und ich werde jetzt richtig pechen. Wir fahren jetzt in die Waschanlage rein. Und wenn das Wasser dann kommt, werde ich einfach bei der Fahrt seine Fensterscheibe runtermachen, dass es richtig nass wird. So, Leute, wir sind jetzt hier drin in der Waschmaschine. Oh mein Gott, ist das krass, ey. Leontin, wie findest du das bis jetzt? Alter, guck dich das mal an hier. Hey, Leontin, jetzt mal. Let's go, Leute. Seid ihr bereit? Ah! Ah, du bist das! Ah! Das Ding geht jetzt voll rein hier! So, Leontin, du wirst jetzt richtig nass hier! Jetzt geht's richtig von mir, Leontin! Ah! Jetzt wird er richtig nass hier! Ah! Du hast doch gesagt, dass hier warm ist! Alter, es hat voll rein! Alter! Ey, du bist richtig nass geworden! Das ganze Auto ist nass, Leute! Gib euch das mal! Leontin, bist du nass geworden? Ja, sehr! Alter, da kannst du aufgesaugt vom Film. Oh mein Gott! Alter! Oh Junge! So Leute, Marvin schläft gerade, weil er so erschöpft ist. Und jetzt würde ich mal sagen, werde ich jetzt erstmal einen Luftballon aufpusten. Ah! Oh, Alter! Oh! Oh! Sag mal, geht's dir nicht gut oder so? Nee. Digga, ich hab grad geschlafen, du platzt den Ballon, ich glaub, du spinnst wohl. Man kann sterben daran. Warum das denn? Ich hab mal einen Herzinfarkt gekriegt wegen dir. Reicht's jetzt richtig, Chris, zurück, wart mal ab, ey. Ey Leute, ich hab mir überlegt, ich werde das Leontin richtig pranken. Ich hab hier so ein Ding, ich kauf den jetzt einfach, der denkt, ich bin hier in der Zuhandlung, wisst ihr? Und denkt, das ist ein schöner gerade Donut. Sag ich hier Leontin Donut, dann beißt er da rein, dabei ist es einfach so, es ist halt so für Tiere, wisst ihr? Ich bezahle das jetzt, sind wir uns gleich wieder, Leute. Ey Leute, ich glaube, Leontin schläft. Ey Leute, schaut mal, der pennt. Ey, ich habe eine geile Idee. Ich laufe jetzt schnell noch rein. Wo Rasierschaum, wie mache ich das in seine Fresse rein? Ich würde sagen, wir kaufen jetzt so eine Packung Rasierschaum. Da machst du ganz viel Rasierschaum in sein Gesicht rein, Leute. Ich hoffe, er schläft noch. Ey Leute, er schläft noch. Richtig geil. Das heißt, er schläft. Leute, der merkt ja gar nichts. Alter, guck mal. Leute, schaut mal, wie der schläft. Und jetzt ist der Berg weggefallen. Müssen wir einen neuen machen. Alter, jetzt machen wir einen neuen Berg. Ich batsch jetzt in sein Gesicht. Batsch! Mom. Ey, was denn? Guck mich mal an. Wie siehst du denn aus? Ich höre nichts mehr. Alter, Leute, ich höre, wie er aussieht. Mom, ich hasse dich. Ey, Leute, ist richtig lustig. Okay, wir sehen uns später. So, Leute, ich bin so sauer auf Marvin. Schaut mal, was der gemacht hat mit meinen Haaren. Und jetzt würde ich mal sagen, ich werde ihn so auseinandernehmen. Ich gehe jetzt erstmal hier in den Rewe rein und dann werde ich erstmal eine Flasche Ketchup holen und dann erstmal das im
ganzen Auto verteilt. Ich raste auch richtig aus. Schaut mal, ich muss sogar einen Barbie-Pullover tragen. Ihr denkt auch, ich finde den schön und denkt, ich bin ein Mädchen oder so. So Leute, hier ist der abgelaufene Ketchup. Den habe ich jetzt erstmal gefunden. Ich würde aber sagen, ich gehe jetzt erstmal zur Kasse und dann zum Auto. Ich gehe jetzt eben in die Tankstelle. Ich muss mal eben schnell, ich muss noch was zu trinken. Willst du auch was? Okay, nee, nee. Okay, dann sehen wir uns dann aber kein Mist machen, ne? Ja, alles gut. Okay, bis gleich, Leute. Leute, ich werde den jetzt so auseinandernehmen. Ich nehme jetzt erstmal die Ketchupflasche, dann werde ich das erstmal außerhalb versauen. Der wird gleich richtig ausrasten, weil wir gerade eben in der Waschanlage waren. Schaut euch das jetzt erstmal an. Ich mache jetzt erstmal so ein Herz. Leute, wir sehen uns gleich wieder, wenn ich fertig bin. Oh Leute, da kommt Marvin schon. Ey Marvin, ich hab dir ein neues Auto geholt. Ja? Okay, kommst du da. Tada! Oh, was ist das denn? Oh mein Gott, ist das ist mein Auto, ich hab mir das gewaschen. Ein Ketchup-Auto! Digga, ich bin nicht sauer, gut, das war an die Sauerei hier. Warte, halt mal kurz. Nee. Halt, bitte. Bro, du hast mir jetzt Auto eingesaut, Mann! Ich bin richtig sauer auf dich! Digga, was machst du denn da? Nein, ey, hallo, ey, auf hier! Leontine, lass das jetzt hier! Mann, hör auf! Jetzt reicht's, Leontine! Ruf jetzt hier, Mensch! Du spinnst wohl! Digga, was soll das? Ey, ich bin richtig sauer auf dich, weißt du was? Du kannst allein nach Hause laufen. Nein, du darfst das gar nicht! Ich bin auch zu klein! Das ist gegen die Regeln! Ja, dann steig ein, Mann! Meine Fresse, mein ganzes Auto ist eingesaut! Ich bin richtig sauer jetzt! Hier, guck ich das, Mann! Ich hab ihn dann sauber gemacht! Hey Leute, ich werde Leontine jetzt pranken. Ich werde sagen, ihr schafft es bestimmt nicht, diese Wasserflasche ganz schnell zu trinken. Ja, da ist richtig viel Kohlensäure drin, ne? So, Leontine, ich habe einen Challenge für dich. Ich wette, du schaffst es nicht, dieses Wasser sofort auszutrinken. Bist du sicher? Ja. So, Leontine, mach mal. Nein, ich hab nicht geschafft. Mist, ich wollte ihn pranken. So, Leontine, schaffst du jetzt alles? Leute, haben das gesehen? Digga! Marvin, okay. Bist du da so? Ja, okay, tut mir leid. Leontine? Ja? Ich werde jetzt nichts mehr von dir hören. Ich gehe jetzt beim Mediamarkt einkaufen und lass mich Ruhe, okay? Ich bin stinksauer, mein ganzes Auto ist eingesaut. Du fährst hier nichts an und machst nichts. So, Leute, Marvin ist jetzt erstmal dort im Mediamarkt drin. Ich habe schon den nächsten Prank vorbereitet. Hier ist schon mal so ein, also das ist so ein Ding. Das muss ich dann an die Scheibe kleben. Und dann denkt er, dass ich also mit irgendeinem Ball gespielt habe. So, Leute, ich klebe das jetzt erstmal daran. So. Oh, Leute, schaut mal, wie krass das aussieht. Ich muss jetzt erstmal Marvin holen. Mal schauen, wo der ist. So, Leute, Marvin ist da vorne. Marvin! Ich muss dir was erzählen. Was? Es ist was Schlimmes passiert. Was ist passiert? Ey, aber bitte nicht sauer sein. Nein, was ist? Ich hab ein bisschen mit dem Baseball gespielt, okay? Ja. Mit dem Baseballschläger. Ja. Ich hab so festgehauen. Warte mal, was hast du gehauen? Den Baseball? Nein, ja. Ja. Soll ich sagen, wo rein? Wo rein? Ins Auto. Nein, und jetzt? Jetzt ist die Scheibe kaputt. Wie? Die Scheibe ist kaputt. Ist da noch drin, ne? Ja. Wieso? Ja, da steckt der Ball drin. Nee, Leute, der verarscht mich doch gerade. Der verarscht mich doch. Das ist ja jetzt nicht mein Ernst. Ey, wenn irgendwas an meinem Auto ist, sag denen ins Feierabend. Digga, was ist das denn? Scheiße. Oh mein Gott. Digga, das ist ja voll kaputt. Digga, ich bin so sauer auf dich. Mir reicht's. Was hast du gemacht? Guck mal, wie das Auto aussieht. Und jetzt 100.000 Euro kostet Porsche. Digga, ich bin so sauer, Leontine. Mir reicht's, Barbie. Wow. Barbie. Digga, du kaufst mir jetzt Neues. Ja, okay, ich kann dich wieder beruhigen. Was? Du spielst hier an der Straße, Mann. Was fällt dir ein? Das ist ein Aufkleber? Ja. Hä? Digga, was ist das denn? Ey, Junge, ich hasse dich, Leontine. Der Prank ging viel zu weit. So, Leute, hier habe ich jetzt erstmal seinen Marvin, sein MacBook. Und hier habe ich so ein Ding, das ist so ein Spiegelei-mäßig. Und ich habe jetzt so eine richtig krasse Idee. Ich werde das jetzt hier so drauflegen. Dann wird Marvin denken, dass es so ein echtes Spiegelei ist. Marvin! Okay, Leontine hat mich gerufen. Ich geh mal kurz hin. Was ist denn? Das Spiegelei ist ausgelaufen. Digga, was ist das denn, Bro? Mein Laptop! Ey, du hast alles eingesaut. No das way. Spiegelei ist ausgesaugt. Ja, wie kann das denn passieren? Ja, ich weiß nicht. Oh mein Gott, das MacBook ist jetzt kaputt. Leute, guck dich das mal an. Ich bin richtig sauer jetzt auf dich, Leontine. Ja, du kaufst mir Neues. Nee. Wie nee? Ja, nee. Toll, und jetzt? Ich will sagen, warum? Wegen das hier. Ey, das kriegst du zurück. Was ist das denn für ein Prank, hä? Leute, schaut mal. Leute, Marvin liegt draußen und schläft. Und hier habe ich so
Stinkbomben. Die stinken, lässt die alle schon knallen. Alter, die sind so krass. Da drückt man drauf und dann werden die dick und dann stinken die, wenn man die einfach wegschmeißt. So, Leute, Marvin pennt da hinten. Ich würde jetzt erstmal kurz die Kamera aufstellen. Ich geh jetzt hier hin. Die Leute, die müssen gleich platzen. Oh! 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 Was ist denn? Oh! Bah! Was stinkt mir hier so? Puh! Oh, Alter! Was war das denn? Bah! Was hast du getan? Bah! Digga, was ist das? Das sind Stinkbomben. Boah, Digga, ich wollte ruhig schlafen über den Sofa. Nein, Digga. Ich hasse dich, ey. Boah, Alter. Boah, Leute, das ist so ekelig. Ey, Leute, ich habe jetzt mal eine richtig krasse Sache überlegt. Und zwar, ich hole mir jetzt hier so ein Pflaster. Ich werde schon gleich so ein Messer holen. Und dann werde ich so einen Kopfprank. Warte, ich glaube, ich nehme das hier. So einen Kopfprank machen an Leontin. So, als würde ich mir das Messer so um den Kopf reingerannt haben. Aber es geht so rein. Ey, das wird richtig geil. Der wird bestimmt richtig ausrasten, weil er Angst hat. So, Leute, ich werde jetzt Leontin pranken. Ich habe hier so ein Nagelding und dieses abgestumpfte Messer lässt es gleich irgendwann ran machen oder so. In mein Ohr oder so. So, jetzt mache ich erstmal hier den Nagel an meinen Finger. Das ist aber schon jetzt ein ganz bisschen viel. Hallo, Leontin! Was hast du? Was hast du gemacht? Hol dir den Finger, hol dich! Was hast du gemacht? Ich bin richtig gut. Ich bin runtergefallen. Hab dich geprankt. Ah. Was ist das denn? Oh, Vorsicht, mein Finger, das ist das Nagel drin. Oh, Vorsicht. Finger, das ist auch ein Prank. Haha, ich hab's gesagt. Ich hab's richtig geprankt. Wir gehen jetzt zu KFC was essen. Ist jetzt schon ganz spät. Hey, ich hab mich ja richtig hops genommen vorhin. Ich werde mir richtig auseinandernehmen. Ich hab den Donut noch, den ich vorhin gekauft hab. Den werde ich ihm gleich geben. Der wird erstmal in den Donut reinbeißen. Jetzt sehen. Ja, komm. Let's go. Ich werde richtig auseinandernehmen. Und ich will noch was zu trinken. Dann werde ich ihn auch noch pranken. So, lass mir jetzt das richtig fettes hier fetzen, ne? Boah, was willst du? Komm, wir gehen mal zum Terminal hier. Ja, und ich will auch immer noch was zu trinken nehmen. Und lass mal Buckets nehmen, ja, in der Megabox, stimmt. Ohne Soßen, Leute. Ich geh mal hin, ich bestell schon mal für dich, setz dich mal hin. Ich bestell jetzt erstmal Leontin. Echt? Ja, mach mal, ey, Leute, ich werde da einfach einen Strohhalm dran machen, ne? Das wird richtig lustig sein für euch. Ketchup brauchen wir noch, ich will mich gerne fangen vor, werdet ihr ja sehen. So, Leute, ich habe noch einen Zuschauer getroffen, was geht? #BurgerPommes. Genau, willst du jemanden grüßen? Okay, schöne Grüße auf jeden Fall an dich. So, Leute, ich werde jetzt Leontin pranken. Ich habe hier die KFC-Tüte, der sitzt da vorne. Ich habe hier jetzt den Donut. Der gar keine ist, der ist ja für Hunde. Ich mach den da rein und dann sage ich, dass da sein Donut drin ist als Nachtisch. Ich mach das gleich schon mit dem Trinken, Leute. Dann mach ich den Sporn rein, der trinkt der Ketchup. Der wird auch nicht durchdrehen mit der. Hier habe ich erstmal zum Nachtisch deinen Donut, ne? Ey, warte mal, die haben den Strohhalm vergessen. Ich mach dir erstmal was zu trinken, ne? So, Leute. Was? Ja, ich tausche das um, ich wollte Mayonnaise. Ja, so, Leute, ich werde jetzt pranken gleich. Ich mach das Ding hier rein. Das habe ich auch schon mal gemacht. Den da reinstecken. So, das da rein. Jetzt muss ich mir schon was zu trinken aussuchen. Komm, was kriegt der? Komm, der kriegt hier Eistee. Das müsste ja eigentlich schon reichen. Der wird ja sowieso nichts trinken, sondern nur Ketchup. So, Jettin, hast du da ein Getränk? Hast du Eistee? Bah, das schmeckt ja voll nach Ketchup. Haha, schau mal, ich hab dich geprankt. Haha, Leute, schaut mal. Ich bin richtig sauer auf dich, das kriegst du zurück. So, Leute, das hier ist jetzt erstmal mein Abendbrot. So, Leute, wir sind jetzt schon fertig mit Essen. Hey, mein Donut. Ja, der Donut ist da vorne. Freust du schon auf deinen Donut? Boah, zeig mal, sieht der lecker aus, ne? Hast du Hunger? Was ist denn? Was ist denn? Was ist das? Wie, was ist denn? Ich glaube, der ist ein bisschen hart geworden oder so, ne? Schmeckt ja nicht, oder was? Nee. Beiß doch mal rein. Bär, was ist das denn? Ich hab dich geprankt, Leontin. Digga! Den hab ich bei Fressnacht geholt, das ist für Hunde. Ey! Ich hab dich aufgenommen. Leute, schmier mir jetzt erstmal diese Dinger, dann werde ich bei McDonald's, werde ich erstmal das hier gegen Marvin seine Laktose-Tabletten nehmen.
austauschen. Dann kriegt er richtig Durchfall. So Leute, ich bin jetzt erstmal Marvin hierher gefolgt. Und ich werde ihm jetzt erstmal eine Apfeltasche kaufen, weil er ist echt sauer auf mich. Dann werde ich einfach seine Laktosentabletten einfach mit diesen Dingern hier austauschen. Ich hole jetzt erstmal die Apfeltasche und dann sehen wir uns gleich wieder. So, seht ihr den Unterschied? Ja, ich weiß, das ist ein bisschen dreieckig, aber das wird der Opa eh nicht merken. Ich wollte mich entschuldigen. Ich habe eine Apfeltasche mitgebracht. Digga, du weißt, du hast schon keine Laktosetablette, aber ich kann keine Apfeltasche essen. Soll ich dir was sagen? Was? Ich habe deine Laktosetablette. Was hast du dir denn her? Ja, lol, zeig mal. Sorry. Sei wirklich meine. Ja. Oh. Danke. Ja. Noch eine Tablette, kannst du das halt direkt nehmen. Was hast du mir zu essen mitgebracht? So, okay, nehme ich die mal. Digga, was sind die denn so scharf? Ey, keine Ahnung. Ey, Leute, jetzt kommt der nächste Prank an Marvin. Die ist richtig scheiße. Der wird sich Marvin verbrennen. Ey, wo ist die Pommes? Hast du gerade gesagt, ich hab dich verstanden. Weißt du, das ist eine Erdbeertasche. Wo ist die Pommes? Das ist doch die Würfel ist gestellt. Oh. Alter, verbrennen! Mann, das ist schon ein Heiß, ich bin verbrannt. Ich meine, die rote Kirsche. Ey, lass mal jetzt nicht fahren. Ich glaube, ich hab irgendwie mit dem Magen langsam. Okay, okay. Ich weiß auch nicht, was das ist. Ich hab keinen Hunger mehr. Einfach los. Leute, ich habe irgendwie das Gefühl, dass Marvin richtig Durchfall kriegt, weil der sagt auch die ganze Zeit, mein Magen tut weh und so. Er will ganz schnell nach Hause. Deswegen werde ich dann auch die Toilette, also das ist jetzt mein nächster Prank, dann werde ich einfach die Toilette einfach so vollkleben. Der steht hier, dann kommt er einfach nicht mehr hoch. Hey Leute, ich räche mich jetzt an Leontin. Ich habe ja so Kakerlaken. So Leute, ich werde das hier so, hier habe ich das so. Sag ich, Leontin, hier ist Kaugummi für dich. Zieh mal raus. Zieh dir das raus, kommt das Tier. Ey, Leontin! Komm her, ich hab was für dich. Was denn? Hier, lass mal wieder Freunde sein. Ja, okay. Nimm mal in die Hand. Zieh mal raus. Oh, die Kakerlake. Ha, shit, geprankt. Das ist nur eine, Digga, das ist nur ein Spielzeug gewesen. Heavy. Ich hab dich richtig hops genommen. Digga. Leute, ich hab gerade Kleber auf die Toilette gemacht. Das konntet ihr gerade leider nicht sehen, weil Marvin musste gerade richtig dringend. Ey. Der wird so ausrasten, also auf jeden Fall, der kommt nicht mehr hoch. Ey Leute, ich sitze gerade auf der Toilette, ne? Das Problem ist, ich habe nicht so Durchfall von McDonalds, ich weiß auch nicht, was da los war. Und ich klebe jetzt einfach fest, ey. Ich kann euch das jetzt nicht zeigen, weil sie mich nackt, das geht nicht. Aber es ist richtig übel, ich bin wirklich sauer. Mein ganzer Hinter klebt fest, ich bin so sauer auf die Mutti. Boah, ich will das jetzt nicht anmerken lassen, weil ich, aber ich werde mich so was immer rein, Leute. Ich sehe, der sagt jetzt nichts mehr zu, ich werde mir das auch gleich sagen, aber mein ganzer Popo klebt fest auf der Toilette. Hey Leute, ich kann jetzt, komm jetzt nicht mehr runter. Ich würde sagen, ich brauche mich jetzt auch in den Pranks und alles. Ey, das ging echt zu weit. Lasst fett auch noch runter, kostenlos an. Checkt die Routine ab, ich muss drehen, gucken, dass ich vielleicht runterkomme, Leute. Schreibt in die Kommentare, was ihr jetzt machen sollt. Ich krieg jetzt komplett fest. Ciao.